Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Mal wieder mit einer Reacts-Folge. Und dieser Folge heißt Fast Pokemap ist zurück. Also eine der ersten Folgen, wo es auf Scanner-Tour geht. Und das war, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine lustige Folge. Fast Pokemap war eine der, also was war die erste Map? Pokevision, glaube ich, war die allererste solide Map. Die wurde dann aber recht früh gesperrt. Dann kam Fast Pokemap. Und dann kam unsere Map, die Münchner Map, Pokemap Muck von Philipp. Also das ist hier die zweite Map und die erste, die wir aktiv nutzen. Aber auch die haben wir relativ spät erst entdeckt für uns selber. Oh, und der gesamte Titel des Videos heißt Fast Pokemap ist zurück, Lapras, Gyarados und mehr. Ich frag mich, was das und mehr ist, aber wahrscheinlich so Dratinis oder so. Aber los geht's. So, das ist der Stachus. Münchner Stachus. So. Servus, Bargisch. Wie geht's? Passt schon bei dir? Passt. Da wollte Bargisch bereits aufhören. Pokémon, Pokémon, oh, Scanner-Tour, ihr seht's. So. Oida, was geht ab, Leute? Der Hunger. Oida. Bargisch. Habt's gesehen, wir waren gerade einkaufen. Haben uns diese neuen Handschuhe gekauft. Handschuhe für den harten Winter. Ja, der erste Winter. Das Traurige ist, wir waren beim H&M. Das war der erste Winter. Wir haben uns vorbereitet. Aber wie gesagt, ich wollte zuerst noch sagen, Bargisch wollte in der letzten Folge bereits aufhören. Dementsprechend, er hat nur noch kleine Momente hier und da, wo er noch nicht ganz aufhören konnte. Die Sucht und so, aber ja, das ist bereits sein Untergang, sag ich mal. Aber okay, los geht's. Irgendwas mit H&M. Alles ausverkauft, drei Stück. Bei drei Stück? Ja. Jetzt müssen wir zum C&A. Ja, die waren hier ein bisschen teurer, ein paar 5 Euro. Oh mein Gott. H&M waren zwei Paare 8 Euro, aber schauen wir mal. Ich wollte zwei kaufen, okay. Nein, erst testen. Yeah. Der Geschäftsmann denkt weiter nach. Schauen wir mal. Ich hab ist gerade was aufgefallen. Die Reaktion von denen. Und zwar der Mittelfinger, man kann gar nicht mehr mit dem Mittelfinger drehen, nur mit Zeigefinger, habe ich gemerkt. Und Daumen geht auch noch. Ja. Okay, ist echt leid. Fehlt wieder der Bildschirmaufnahmeprogramm, um da schön an der Seite was einzublenden. Bargisch macht eine Arena. Wir benutzen gleich mal die Handschuhe. Mal schauen, ob die effektiv sind. Wir hängen mit dem Ton ein bisschen hinterher. Also das Bild hängt ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay so. Er benutzt einen 98% Kokowal. Ja, das mit der Arena, das juckt glaube ich keinen. Okay, los geht's. Was geht ab, Mann? Los geht's. Bist du fit? Oh mein Gott, wer sich die Handschuhe gekauft hat, Mann. Tour geht los. Oh mein Gott, wer sich die Handschuhe gekauft hat, Mann. Wofür brauchst du Handschuhe, Mann? Schau mal. Das wird eine lange Nacht, Mann. Aber echt, Mann. Ich schwör, gestern war echt krass. Also, kurze Regeln. Ja, es ist eine Scanner-Tour und keine Arena-Tour. Ich sag's euch. Aber echt, Mann. Er hat recht, das schaffen wir echt nicht. Aber schau mal, wenn du eine Arena gerade einnehmen willst, ja, und spawnt irgendwas, oder dann fahr ich los, Mann. Ist mir scheißegal. Von krass bestätigen, ich bin sogar rot gefahren. Ja, Mann. Ach so. Oh. Wir sind am Hofgarten. Warte mal. Also das war die zweite Scanner-Tour. Wir waren in der Nacht davor schon auf einer. Ich erinnere mich, die war recht spontan. Was haben wir da mitgenommen? Alter, das war glaube ich ein Lapras, wo wir über rot gefahren sind. Psch, aber psch. Und ja, das war dann Teil 2 sozusagen. Also vorhin habe ich gesagt, das war die erste Scanner-Tour, die gescheite. Das stimmt aber jetzt doch nicht ganz. Das war die zweite. Oder kommt heute das mit dem Lapras? Ist wieder Dratini gespawnt. Also sehr viele Dratinis haben wir mitgenommen. Damals Dratini noch nicht gesehen. Ah, ich glaube, das war heute mit dem Lapras. Also, Moment, ich muss nochmal stoppen. Sorry, Leute. Das Ganze stoppen. Auf jeden Fall, damals waren die Spawnzeiten nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern nur 15 Minuten. Was natürlich noch krasser gemacht hat. Und das, damals gab es auch keine ganz Gebiet-Map, wo die einfach alles anzeigt in der, keine Ahnung, in der Stadt oder so. Sondern man musste jedes einzelne Gebiet scannen, selber, manuell. Und das ging auch nicht andauern, sondern man musste eine gewisse Cooldown-Zeit abwarten. Das heißt, dort ist dein Bildschirm auf dem Handy. Und dann musstest du reinzoomen in irgendeine
Quadratfläche, irgendeine bestimmte Fläche, musst es drauf tappen. Dann sind die Bots von der Seite dahin, haben das gescannt, haben das zurückgeschickt, die Info, was natürlich lange gedauert hat. Und dann konntest du in dem Bereich sehen, was da alles ist. Und wie gesagt, das hat eine gewisse Zeit gedauert. Plus die Spawnzeiten waren natürlich geringer, das heißt, die Pokémon sind nicht so lange geblieben. Also für einen krassen Spawn hatte man echt sehr wenig Zeit. Und ja, wenn du dann ein neues Gebiet, sagen wir ein bisschen weiter links, scannen wolltest, dann musst du ein bisschen weiter nach links und dann wieder warten und dann drauf tappen und dann wieder warten. Also man konnte nicht einfach ganz München eingeben und dann ist da jedes Pokémon aufgetaucht, wie bei Pokémon Muck mit dem Luxus. Deswegen hatte das Philipp auch gemacht, weil ihm diese alten Maps gelangweilt haben so. Und er dachte sich, wieso nicht eine dauerhafte Map, wo das andauernd angezeigt wird, anstatt dass man manuell immer drauf tippen und scannen muss. Dementsprechend hat er das so gestartet. Das war so eine kleine Nebengeschichte zu 6 Maps für euch Leute. Ja, Mann. Wir sind wieder gelaufen, für Katini. Dimi kommt gar nicht mehr hinterher. Dimi haben wir schon lange gemacht. Ja, Mann. Aber ich hab glaube ich auch. Erstmal ein Carpetto. Oh. Ich hab glaube ich auch eine Nachtfunktion, aber die muss ich erstmal aktivieren. Noch weiter rein. Mein Gott, hier ist ein Carpetto. Ja, ja. Pass auf, hier ist rutschig, Jungs. Alex, wo ist denn hin? Noch weiter. Alter, für Dratini. Nicht vergessen, Leute, das ist ein Dratini. Was sehen wir? Ey, bei mir ist Dratini schon gekommen. Echt? Ja. Da, seht ihr's? Oh mein Gott, ja, das schreckt man. Da weiter noch, oder? Wie habt ihr schon gefangen? Ja. Ich hab's schon. Ja, dann bleibst du mal hier im Auto drin. Ja, okay. Ist gut drauf. Also dieses und mehr im Titel waren wahrscheinlich nicht Latini. Ich hätte einfach schreiben sollen, dann Plus gekommen ist. So und so viele Latini. Oh mein Gott. Und Latini-Bonbons in Massen. Ich bin auch mit Latini. Warum? Weil ich bin aus Versehen auf Latini gegangen. Latini, warte, du bist mit. Ja, dann geh doch einfach. Muss ich jetzt auch mit, oder was? Nein, ich brauche. Noch ein Dratini. Wir haben gerade eins gefangen und dann kommt noch eins. Was? Hofgarten echt krass. Hofgarten echt zu krass. Unser alter Lieblingsspot. Oh mein Gott, die mir endlich mal nützlich. Er hat bei Sightings ein Garados gesehen. Richtig saftig, richtig saftig. Ein Garados? Ja. Und er sagt es so ganz normal so. Hey Jungs, hier ist ein Garados. Geht so wohl. Geht so einfach so. Als wäre das so Daubsi oder so, weißt du? Hey Jungs, hier ist ein Garados. Ja gut, wir haben eh schon alle Garados mehrmals. Digga, du bist so lustlos. Trotzdem, Mann. Will es keiner schon mal Action? Digga, ich hab noch kein Garados mit Hydro-Pumpe, Mann. Achso, ja gut. Ich auch nicht. Das fuckt mich ernst ab. Ich hab schon. Außerdem sind wir krasses Level. Vielleicht ist der krass. Ja, Mann. Also wir sind krasses Level. Ja, sag ich ja. Ja, du musst schon betonen, wer, nicht. Ja, die krassen halt. Ja, ich halt mal kurz, kannst du scannen? Ja. Zu lustig. Habt ihr schon? Nee. Nee, noch nicht. Hier muss es irgendwo sein, hier so. Hier irgendwo muss es sein. Oh mein Gott, das Paras hat sogar über 82%. Oh mein Gott, bei mir ist es, Mann. Das Paras hat über 82%. Oh mein Gott, Garados, Mann. Echt jetzt? Hier so, rechts neben uns da. Oh mein Gott. 600, Alter. Oh mein Gott, Garados. Wo ist es, Jungs? Bei mir ist es nicht. Das ist hier gleich. Oh mein Gott, da ist es. 1600, Mann. Wartet mal kurz, ich fange noch das Paras. Einfach vorbei. Oh mein Gott, verschwört doch nicht deine Zeit. Einfach fabelhaft. Das Paras ist aber. Alter, gut, das ist nur ein Garados, Mann. Oh mein Gott, mit dem ersten Ball ist einfach fabelhaft. Nur ein Garados. Oh, die Schwäche für Bento. Oh mein Gott, bis Hydro-Pumpe. Hat es gute Attacken? Ja, bis Hydro-Pumpe. Nein, ist es gut, hat es gute Attacken? Ja, aber es ist fertig schon, Mann. Scheißegal. Das drittbeste, Mann. Das ist endschlecht. Saftig. Drittbeste, also das zweitschlechteste. Bis Hydro-Pumpe. Action, Mann. Action für die Videos, Mann. Aber echt, Mann. Wildes Gala. Bis Hydro-Pumpe tatsächlich. Ja, scan weiter, Alter. Warte kurz. Oh mein Gott, es ist abgehauen. Ah! Oh mein Gott, Tante. Oh mein Gott. Hier ist auch Namunitas. Oh mein Gott, hier ist Namunitas. Oh mein Gott, Gesteinsmedaille. Oh mein Gott, es ist abgehauen. Was ist das für Gesteinsmedaille, Mann? Es ist abgehauen. Aber nur so mit Legacy-Buchse. Ich leide eins gerade. Okay, meinst du, ja, 792. Entwickle es und behalte es. 1650, Mann. Aber ich schick's eh weg. Ich glaube, ich behalte es. Ich pushe auf 2000. Nein! Pushe doch nicht, Digga. Das ist das schlechteste, Mann. Ja, Mann. Es hat so mein Ding. Mit den Bonbons kannst du direkt ein anderes Gagados machen, Mann. Aber echt, Mann. Echt nicht. Nachras. Oh. Oh mein Gott, jetzt kommt's. Ich habe ein Lapras entdeckt. Noch 8 Minuten, 43 Sekunden.
Hört das 8 Minuten, Mann. Anscheinend kann brauchen wir 6 Minuten dahin. Ist machbar. Ich muss schauen, ob ich jetzt nach rechts oder nach links muss. Wenn Tati sich nicht verfährt. 8 Minuten nur, Mann. Verrückt. Und für den Tanke, die Jungs wollten pissen, ich so, Labras, Jungs, los geht's. War ich richtig? War ich mit voller Blase. Labras. Egal. Labras, Jungs. Ja. Ein bisschen weiter vor, wäre dein Ding. Ah, das ist es nicht. Ich muss erstmal wieder Sightings bekommen, Mann. Das ist ein normales Labras. Weil wir sind zu schnell. Das Labras, das Überkasse. Was tat die noch über Rot und dies das? Das war am Tag davor. Also das waren zwei andere. Pantimos ist gekommen. Was? Bei mir ist Pantimos gekommen. Also doch nicht. Also es war, es gab einen Lappers. Es war wohl nicht hier drauf. Okay, das war so abnormal. Ja, Mann, genau da. Genau bei der Arena. Genau bei der Arena. Das waren auch so 5, 6, 7 Minuten irgendwie so. 1, 6, Tati. Echt jetzt? Ja. Der 1,6 ist heftig. 1,6 ist heftig. Okay, jetzt ladet er wieder. Super sachtig, Jungs. Wo ist der? Genau bei der Arena. Oh mein Gott, da ist er. I love you. Alter, bei mir kommt er nicht mehr. Tommy, jetzt ist spannend, er kommt schon. Viele Leiden, viele Freuden. Jungs, schaut mal, wie lange ist er noch da? Ah, da, jetzt ist er da. Oh mein Gott, ist er verdammt. Mein Gott, wieso ist er so weit weg? 1-1. Mein Gott. Eine Kameraführung, Mann. Ich hab keinen Körper, das ist normal, dann kommt ihr weiter. Mein Körper und great direkt. Erst so. So. Praise. Richtig schlechter Wies. Alles für ein Labras. Ice Shard Dragon Pulse. Okay, ist es bei mir geflohen? Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Ich hab's gefangen. Perfekt. Tut mir leid, Dimi, aber der war eh schlecht. Wieder auf der Jagd nach Dratini. Ja, Mann. Und wir fangen. Direkt also hier neben dem Mentor. So viele Dratinis. Eigentlich will ich lieber auf das Mentor klicken. Ich hab's gemacht heute. Oh mein Gott. Was wir alles damals gemacht haben. 509. 509 ist gut. Aber, ja. Ist Anton. Scheiße. Damals gab man das beste. Wie fährt das? Schlechteste Avis, ne? Aber okay, wie viel hat der? Über 700. 12, 20. Der Dini auch schlechter Avis. Echt? Musste man. Das schlechteste. Ja, gehen und so. Habt ihr es? Weiter geht's. Nein, ich muss pissen machen. Okay, pissen. No. Wir scannen wieder mal. Wir scannen mal eine Runde. Da, bei mir ist es schon. Wir sind hier wegen einem Schillock. Alter, ernsthaft? Alex, ist es beim Stop? Boah, hab ich grad nicht geachtet, ich hab einfach gedrückt. Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ich bin nicht mal in der Nähe von einem Stop. Oh mein Gott. Hier. Oh mein Gott, ich bin ganz woanders. Alex, wo ist es? Haben wir da tatsächlich ein Schiller? Ah, auf der linken Seite, ohne Scheiß. Ich bin auf der rechten Seite, aber. Nein, da so. Ein Schiller? Wir sind aber mir zeigt er noch nicht mal was an. Der lebt oder ja, so. Ja, eben. Ah, jetzt ist es da. Also wir waren damals schon Anfänger, Leute. Schaut's an. Das waren echt die Anfänge. Ja, fahren wir bis ich. Wann war das? November. Ja, 4. November. Ja, ich hab's. Okay, 493, das ist echt schlecht. Ja, wir sind ganz okay. Ganz okay, oder perfekt? Nicht perfekt. Ja, dann ist nichts zum Ticken. 493 ist nichts, dann fängst du ein besseres Shigi, Mann. Ja, und 575 hatte man Shigi. Ja, eben. Oh mein Gott, das hat sich befreit. So ein kleiner Judeas. Ja, 66%. 66? Alter, das ist doch nice, Schillock. Oh mein Gott, der Herz hat einen Bomben bekommen. Bitte. Aber die Starter damals waren echt selten, also. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer noch keinen Glurak. Und nicht mal annähernd genug Glumanderbomben oder so. Was soll ich damit? Ich will immer von jedem einen. Die Stadt, da waren damals 16. Ja, ohne Besseres, okay. Ich weiß in Richtung Bordeaux-Platz einfach mal, oder? Bleib das mal da irgendwo stehen. Was sagt der Scanner? Warte. Ein Lamus. Wurde gefangen. Ein Lamus? Ja, der geht. Ich hab's noch nicht gefangen. Saftiges Fucano hier. Oh mein Gott. 1083. Oh mein Gott, first try, das ist bestimmt echt. Ich erinnere mich an das Fucano. Der hat sich nicht mal gewehrt, Mann. Das ist heftig, Mann. Das ist heftig jetzt, Leute. Es ist das zweitbeste. Yes! Okay, ich entwickle es. Ich auch. Oh mein Gott, fuck! Oh, leide nicht, Dimi, leide nicht! Noch befreit, oh mein Gott! Super saftig, erster Wurf. Angriffswert ist seine stärkste Eigenschaft. Ich bin genauso beeindruckt von seinem Verteidigungswert. Das gibt's nicht, das ist endheftig! Oh mein Gott, Tati! Really strong. Sag mir sowas nicht! Best Quality Attack.
Defense is great too. Es hat 80%. Es hat 80%. Es hat beide 50. Yes, ich hab's. Die KP-Werte sind schlecht. Aber ja. Scheiß auf die KP-Werte, er ist oh mein Gott, Alter. Scheiß auf die KP-Werte, Alter. Extra dafür durch Einbahnstraße gefahren. Es hat sich gelohnt. Es hat sich echt gelohnt. Oh mein Gott, wir hätten fast. Wieso ist es nicht noch ein bisschen tick? Oh, der KP-Wert ist scheißegal. Oh yes, Gott. Leute, was ist die krassesten Attacken? Wo ist Lamos? Komm, ich will zum Lamos jetzt. Egal, 902 auch gut, Mann. Ja. Ich muss doch einmal stoppen. Alter, das war ein Pucano. Das war der zweite Satz. Okay, es war hoch, 1000 irgendwas. Echt nicht schlecht, vor allem für damalige Verhältnisse. Ich erinnere mich. Ich habe den entwickelt, der war 2 irgendwas. Immer in Arenen gestellt, damals richtig heftig. Fukano damals richtig selten. IB eigentlich ziemlich schlecht, aber für damalige Verhältnisse und der hat halt echt eine Menge WP. Alter, zu lustig. Ich habe das Arcane immer noch. Den habe ich sogar, ja nicht auf Max, aber schon relativ hoch gepusht. Zu heftig, wie wir abgegangen sind für so ein schlechtes Fukano, Mann. Ja, der rennt dich alle schön. Du bist geboren, Alter. Ich freue mich jetzt, Mann. Also, Dimi war nicht Level 30, also sein... Sein Fukano war ein bisschen schwächer. IB war damals immer gleich, immer. Ja. Jetzt gönnen wir uns noch Patratini. Und dann war es, glaube ich, auch schon. Ja. Eine große Fortschritte. Also 2 Minuten noch, wahrscheinlich Outdoor. Was geht mit beiden Leuten los? Oh mein Gott. Dimi ohne Bart. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also gefangen noch nicht, aber es ist erschienen. Und geflohen. Action! Das ist gut. Action! Oh mein Gott, was ist da los? Alter! Alter, was passiert hier? Solche Sachen vermisst ihr aber so hart. Alter! Hier, das Ding ist da. Wo sind wir? Blau. Ich erinnere mich an die Stelle. Ja, da müssen wir so rechts. Das war echt verrückt, wo wir da waren. In der Arena bin ich drin. Und was für Leute wir da drin gesehen haben. Ich rede von Nicht-Pokémon-Spielern. Das war einfach verrückt, diese Stratini. Bis heute erinnert sich, glaube ich, jeder von uns an diese Stratini, an diesen Mord. Schaut mal, wo wir gelandet sind, Mann. Und da waren Leute. Keine Arbeiter oder so, sondern Leute. Man kann sich ja denken, was die gemacht haben dort. Also ja. Scannertouren haben auch hier gefahren, ja. Die zweite, neben dem Goldini. Zwischen dem Seepart. Was ist los, Alter? Spawnen hier auf einmal alle Sachen oder was? Schade. Ist es Jackpot? Das war's dann. Das war's. Outro! Outro und das war's. Das war's von uns wieder und unserer verrückten Jagd. Alter, ohne Brille. Wir haben viele Tratinis gefangen, auch ein paar andere Sachen. Also, ich habe jetzt nicht alles gefilmt. Highlight war natürlich Lapras. Ja. Leider kein Galaxo oder Schlürp. Das gucken ich und Tati noch. Genau. Aber das Highlight hier, glaube ich, ist dieses Fukano. Oh mein Gott, ich entwickle das jetzt. Das ist doch nicht so gut, wie wir im Video gedacht haben. Aber ich werde es jetzt trotzdem mal entwickeln für euch. Das ist sogar mein erstes Arcani. Erstes Arcani. Also 1000, über 1000 WP schon krass. Das war echt krass für damalige Verhältnisse. Ansonsten schauen wir mal, was das die nächsten paar Tage so, was wir da so machen werden. Checkt unsere anderen Videos ab, so wie immer. Schreibt noch in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Macht das, genau. Macht ihr auch Scanner-Touren? Was habt ihr so alles für klasse Pokémon erwischt? Das ist mein Arcani und vergesst nicht, oh mein Gott, serious business. Wie viel hat der? Dieses dumme GPS-Signal. Auf jeden Fall, das war's von mir. Unsere erste Scanner-Tour, die gefilmt wurde. Wir hatten in der Nacht davor eine spontane kurze gemacht. Da gab es einen krassen Moment mit Lapras, aber ansonsten war's das. Leider nicht gefilmt, aber der Moment war auch krass. Aber ja, unsere allererste Scanner-Tour, die gefilmt wurde, muss ich immer betonen. War lustig, die damaligen Zeiten. Alter, wie wir abgegangen sind für Lapras, für ein schlechtes Vokano. Alter, Shiloh haben wir gescannt. Zu lustig. Da kommen auf jeden Fall noch mehr Scanner-Folgen und ansonsten war es das von mir. Wenn man liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Mies ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.